Liebe Freunde von Lila und Lenny, nach einer langen Zeit voller Abenteuer in anderen Welten und Geschichten, die noch geschrieben werden mussten, kehren wir endlich zurück zu unseren geliebten Helden, Lila und Lenny. In der Zwischenzeit haben beide viele neue Freundschaften geschlossen und unzählige Entdeckungen gemacht, die sie nun begierig mit euch teilen möchten. Wir entschuldigen uns für die Wartezeit und hoffen, dass ihr bereit seid, mit uns in ein neues Kapitel voller Magie und Wunder einzutauchen. Der geheimnisvolle Sternenregen. In der Welt von Klangfallen, wo jeder Tag eine neue Möglichkeit zum Staunen bietet, begann unser Abenteuer an einem klaren Abend, als der Himmel plötzlich zu leuchten begann. Ein außergewöhnlicher Sternenregen brach über den Wald herein, und jeder Stern schien eine Nachricht zu tragen. Lila, die immer neugierige Fledermaus, und Lenny, der weise Waschbär, beschlossen, dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Sie ahnten nicht, dass dies der Beginn einer ihrer größten Abenteuer werden würde. Als die Sterne fielen, entdeckte Lenny unter einem alten Baum eine versteckte Karte. Diese war nicht gewöhnlich, denn sie leuchtete mit einem sanften Licht, das in den Farben des gefallenen Sternenregens schimmerte. Die Karte zeigte den Weg zu einem verloren geglaubten Ort, bekannt als das Tal der leuchtenden Nebel. Lila und Lenny, getrieben von ihrem unersättlichen Forscherdrang, entschieden sich, diesem geheimnisvollen Pfad zu folgen. Die Reise durch die Nacht. Ihre Reise führte sie durch dichte Wälder und über mystische Flüsse, deren Wasser im Mondschein tanzte. Unterwegs trafen sie auf Kreaturen, die ihnen Rätsel und Aufgaben stellten, um ihre Würdigkeit zu prüfen. Jedes erfolgreich gelöste Rätsel brachte sie näher an das Ziel ihrer Reise und lehrte sie wichtige Lektionen über Mut, Freundschaft und die Macht der Träume. Das Tal der leuchtenden Nebel. Nach vielen Herausforderungen erreichten Lila und Lenny schließlich das Tal der leuchtenden Nebel. Hier fanden sie eine verborgene Welt, in der die Zeit stillzustehen schien. Der Nebel war durchzogen von einem magischen Leuchten, und inmitten dieses Zaubernebels stand ein Kristall, der das Herz des Tals bildete. Der Kristall war die Quelle des Lichts, das den Himmel zum Leuchten brachte und die Sterne fallen ließ. Die Bewahrer des Lichts. Im Tal trafen sie auf die Bewahrer des Lichts, eine uralte Gemeinschaft, die sich der Aufgabe verschrieben hatte, das Gleichgewicht zwischen Nacht und Tag zu wahren. Die Bewahrer erklärten, dass der Sternenregen ein Zeichen war, dass das Gleichgewicht gestört war und nur durch die Wiedervereinigung des Kristalls mit dem Sternenlicht wiederhergestellt werden konnte. Lila und Lenny erkannten ihre Rolle in dieser Aufgabe und stellten sich der Herausforderung, den Kristall zu heilen. Kapitel 7 – Die Heilung des Kristalls. Mithilfe der Bewahrer und ihrer neuen Freunde aus dem Tal begannen Lila und Lenny den Prozess, den Kristall zu heilen. Sie sammelten das Licht der gefallenen Sterne, sangen alte Lieder, die die Kraft hatten, das Licht zu bündeln, und führten schließlich eine Zeremonie durch, die den Kristall erstrahlen ließ und das Tal in ewiges Licht hüllte. Die Rückkehr nach Klangfallen. Nachdem das Gleichgewicht wiederhergestellt war, kehrten Lila und Lenny zurück nach Klangfallen. Sie brachten Geschichten von ihrem Abenteuer mit. Das Fest des Lichts. Nach ihrer triumphalen Rückkehr nach Klangfallen beschlossen Lila und Lenny, ein großes Fest zu veranstalten, um ihre Erfolge und Erlebnisse zu teilen. Das Fest des Lichts sollte nicht nur ein Zeichen der Dankbarkeit für ihre sichere Heimkehr sein, sondern auch die magischen Momente feiern, die sie im Tal der leuchtenden Nebel erlebt hatten. Die Vorbereitungen begannen sofort, und bald war der ganze Wald mit leuchtenden Girlanden und schimmernden Laternen geschmückt, die das Licht der Sterne widerspiegelten. Die Weisheiten des Waldes. Während des Festes traten verschiedene Bewohner von Klangfallen auf, jeder teilte Geschichten und Lieder, die von früheren Abenteuern, Freundschaften und den Lehren der Natur handelten. Lila und Lenny hörten fasziniert zu, wie alte Weisheiten und neue Erkenntnisse durch die Geschichten der Tiere verflochten wurden. Die Nacht wurde zu einer Zeit der Reflexion und des gemeinschaftlichen Lernens, wobei jeder Bewohner des Waldes sowohl Lehrer als auch Schüler war. Der Sternenwächter. Als das Fest dem Höhepunkt zustrebte, erschien ein überraschender Gast,
Der Sternenwächter, ein geheimnisvolles Wesen aus dem Tal der leuchtenden Nebel, das gekommen war, um Lila und Lenny für ihre Taten zu danken. Der Sternenwächter brachte Geschenke aus dem Tal mit, darunter kleine Kristalle, die in der Dunkelheit leuchteten und jedem Träger Frieden und Klarheit versprachen. Er erzählte von den Veränderungen im Tal seit ihrer Abreise und lud die Gemeinschaft ein, das Tal unter seiner Führung erneut zu besuchen. Neue Pfade, alte Wurzeln. Inspiriert von den Worten des Sternenwächters und ermutigt durch die Unterstützung ihrer Freunde, beschlossen Lila und Lenny, dass ihre Reisen noch nicht zu Ende waren. Sie planten, neue Pfade zu erkunden, immer mit dem Ziel, ihre Erkenntnisse zu teilen und die Verbindung zwischen Klangfallen und dem Tal der leuchtenden Nebel zu stärken. Sie wussten, dass jede Reise sie zwar weiter von zu Hause wegführte, ihre Wurzeln jedoch tiefer in die Erde von Klangfallen einsanken. Das Vermächtnis der Entdecker. Jahre vergingen, und die Geschichten von Lila und Lenny wurden zu Legenden, die von den Sternen erzählt wurden.